Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit Markennachrichten. Und da habe ich den Markenhersteller Fischer. Und zwar Fischer Dübel bzw. Befestigungstechnik. Und Jürgen Klopp, einer der beliebtesten Fußballtrainer überhaupt, die setzen ihre Kooperation fort. Das heißt, der Herr Klopp ist weiter Markenbotschafter. Mir ist das ein bisschen entgangen, glaube ich, in der Werbung, aber es ist nicht so schlimm. Ihr habt vielleicht aufgepasst in der Werbung oder habt das mitbekommen, dass der Jürgen Werbung macht für Fischer Befestigungstechnik. Und ich lese euch die News einfach mal vor. Und das ist auch ruckzuck erledigt. Jürgen Klopp bleibt Markenbotschafter der Fischer Holding. Der Mittelständler mit Sitz in Waldachtal startet jetzt eine neue Kampagne mit dem Fußballtrainer. In mehreren neuen Videos und Kurzclips, in denen Zuschauer und Zuschauerinnen die Fischerwelt laut Mitteilung des Herstellers von Befestigungstechnik näher gebracht wird. Bereits seit Anfang 2023 besteht die Kooperation zwischen den beiden Partnern. Wie gesagt, mir nicht so aufgefallen, aber vielleicht euch. Ich werde jedenfalls jetzt ganz besonders darauf achten. Ich dachte, wir produzieren nur Dübel, sagt der Fischer Markenbotschafter Jürgen Klopp in bewegten Bildern der neuen Marketingkampagne. Jo, dachte ich auch lange, bis ich mal im Baumarkt durch die Regale gegangen bin und festgestellt habe, ups, Fischer macht ja deutlich mehr, die machen ja alle Arten von Befestigungstechnik tatsächlich. Der FIFA-Welttrainer der Jahre 2019 und 2020 lernt in mehreren Videos und Shortclips in die Produkt- und Servicevielfalt von Fischer kennen und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit. So ist Fischer kein reiner Dübellieferant mehr, wie gesagt, da habe ich auch lange gedacht, sondern bietet Systemlösungen sowie Serviceleistungen in den Bereichen Planen, Bauen und Betreiben entlang der Wertschöpfungskette des Bauwerks an. Neben dem Kennenlernen des Services legt Jürgen Klopp auch selbst Hand an und testet in den Videos die Produkte. Ja, spannend wäre es, wenn sich der Jürgen auch mal mit einem Hammer auf den Finger schlagen würde. Das wäre authentisch, aber der macht das sowieso immer locker, was auch immer er da tut. Das Ziel, durch das ungezwungene Testen und Kommentieren, sollen sich auch die Anfänger, die Do-it-yourself-Anfänger und Zuschauer selbst mit dem Hauptdarsteller identifizieren, teilte Fischer mit. Und wenn man sich identifiziert, dann versucht man es eben selbst auch nachzumachen. Guter Ansatz. Wie gesagt, ich werde mal drauf achten in der Werbung. Ihr vielleicht auch. Und ihr wisst jetzt, der Fußballer wirbt für Befestigungstechnik. Vielleicht kann er ja damit mal die Abwehr verstärken und vielleicht auch mal den Strafraum zunageln. Na, wie auch immer. Spaß beiseite. Das war's für heute zum Freitag schon wieder. Lasst mir noch schnell einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen weiteren Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt's täglich, die gibt's reichlich. Und ich freue mich, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Ich sage euch dann einfach nur Servus.